Willkommen im Videochat 19 von Vineyard Bern. Vor einem Monat haben wir uns getroffen im Gottesdienst am 26. Februar und haben über psychische Gesundheit geredet. Und heute wollen wir uns vertiefen in das Thema. Gerne stelle ich Judith vor. Judith wird uns über sich erzählen, über endlich Leben erzählen. Wir werden im Beratungsangebot von der Vineyard Bern uns ein bisschen vertiefen, aber sicher zum Hauptteil auch über das, was du machst und das, was du mit endlich Leben machst. Wer bist du? Was verbindet dich zu diesem Thema? Genau, ich bin Judith, ich bin 30 und ich bin mega gerne im endlichen Leben. Ich habe als Teilnehmerin teilgenommen und unterdessen bin ich Gruppenmoderatorin. Genau. Super, das war jetzt gerade ganz schnell gewesen, also von Teilnehmerin zur Gruppenmoderatorin, da kommen wir noch dazu. Wir haben das Wort schon viel gehört in der Vineyard. Wir haben ja auch am 26. haben wir die verschiedenen Beratungsangebote vorgestellt. Aber jetzt nehmen sie mich wirklich Wunder. Schon der Name Endlich Leben. Erzähl mir ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen Hintergrund, von wo kommt es? Genau, das Endlich Leben gibt es schon über 25 Jahre. Krass. Der Gero Herrendorf und der Helge Seekampf haben das zusammen erarbeitet. Genau. Und es kommt von den anonymen Alkoholikern, die 12 Schritte. Und die sind über 30 Jahre eben immer umgeschrieben worden. Und dass es jetzt eben nicht mehr nur auf Suchtproblematik geht, sondern auch auf Verhaltensmuster. Und es geht so um Gelassenheit, Entfaltung und Hoffnung. Und es besteht aus Selbsthilfegruppen. Das sind wie Geschichtenerzählgruppen. Man bekommt keine Ratschläge, sondern man darf mal sagen, wie es ihm geht. Und es wird auch nicht kommentiert. Und jeder hat so seine eigene Verantwortung, zu seiner Seele zu schauen. Gut, jetzt sind wir da schon sehr tief drin. Also, wir waren beim Thema Alkohol, Sucht. Aber du hast gerade eingelegt und gesagt, es geht nicht nur um das. Okay. Und ein Grund, dass wir hier zusammenhocken, ist, dass wir ja ringsum uns eine gigantische Krise sehen. Also, Leute sind herausgefordert, Psychiatrien sind voll, Psychologen haben viel zu tun. Es geht 3 Monate, bis man einen Termin hat. Und wir als Kirche haben freie Plätze. Und wir als Kirche bieten ganz viele Angebote an. Und jetzt ist die Frage, wie kommen die Leute zu diesem Angebot? Und was du und ich hier auch machen, ist, wir wollen zeigen, es ist eigentlich ein recht einfacher Zugang. Jetzt habe ich das Wort Sucht gehört, aber was gibt es sonst noch? Also warum sollte ich zum Beispiel, und wir bringen dann noch 2 Beispiele. Warum sollte ich oder warum sollte jemand oder dürfte jemand bei euch in einen Kurs? Was sind das so für Themen? Es geht zum Beispiel um Verhaltensmuster, die man möchte ablegen möchte. Oder ich habe bei mir selber auch gemerkt, so mein Selbstwert, dass ich mega Bestätigung gesucht habe durch andere Menschen. Und gemerkt habe, das ist nicht zufriedenstellend, das kann ich gar nie. Und dann habe mit dieser Problematik diesen Prozess durchgegangen, mit Hilfe von diesem Arbeitsbuch. Und das eigentlich kann jeder kommen, wir schliessen niemand aus. Also, sie alle herzlich willkommen, egal mit was für Geschichten, für Erfahrungen oder Problematik. Also ein Beispiel. Das ist ein junger Mann, am Abend kifft er, nimmt dazu noch ein Bier, ist in Lehre,
gemerkt, der Druck ist echt gut, es tut ihm gut. Da ist kiffen, ein bisschen Bier zu trinken, kommt oft in Gottesdienst, gehört aber im Gottesdienst schon, oh, dass man doch eher so eine Beziehung zu Gott suchen. Und schlittelt langsam in etwas rein, was er nicht will. Weil er merkt langsam, muss es fast machen am Abend, es wird zum Ritual, es wird zur Gewohnheit. Er meldet sich, sagt, okay, ich brauche Hilfe. Was passiert jetzt? Wie meldet er sich an? Wie kommt er überhaupt zu euch? Also man kann über die Vineyard-Seite findet man uns das Endlichleben oder auf der Endlichleben-Netzwerk-Seite. Und er wäre sicher sehr willkommen, weil das ist schon der erste Schritt. Schon zu einsehen, ich habe ein Problem und ich brauche Hilfe, ich kann nicht alleine. Das ist schon der Anfang, das ist schon super, weil wir können niemanden zwingen, in diesen Kurs zu kommen und das anzugehen. Das braucht die selbe eigene Entscheidung. Genau. Von dem her würde ich sagen, das wäre ein Top-Kandidat für uns. Genau. Und wir machen im September noch eine Infoarbeit, wo wir dann auch noch Flyers verteilen. Und dort kann man dann auch noch mehr über das Endlichleben hören und mal hören, wie wird so eine Abend abgelaufen, wie lange geht es. Und dort könnte man sich auch anmelden. Jetzt, er hat schon recht viel Stress. Also, was würde das heissen für ihn? Also, er ist grundsätzlich, meldet sich an, ist dabei, aber zu was verpflichtet er sich? Wie viel lebt er? Oder wie viel Seelen blöteln? Also es ist so, dass wir jeden Dienstagabend uns hier in der Vineyard treffen, also in den Gebäuden der Vineyard. Und zuerst haben wir eine halbe Stunde, wo wir noch im Plenum sind mit allen. Und wo wir Anbetungszeit haben, wo es so darum geht, dass man vom Alltag wieder runterkommen darf und sich finden. Und nachher gehen wir in Gruppen. Wir haben Gruppen geteilt, Männer und Frauen. Und schauen, dass sie nicht zu gross sind, die Gruppen, dass eben jede oder jeder Platz hat, um sich zu treiben, genau, und wie Raum bekommt. Und das machen wir. Wir treffen uns jeden Dienstag ungefähr 8 bis 9 Monate. Geht es. Genau, und es ist mega von Vorteil, wenn man eben regelmässig kommt und sich dort wirklich wie verbindlich zeigt. Wie kann man sich das vorstellen? Also wo oder wie passiert bei ihm die Veränderung? Also er bekommt nur ein Arbeitsbuch. Aha. Und dort drin sind eben die 12 Schritte ja umgeschrieben. Plus ist noch vor einigen Jahren noch ein Baummodell drin gekommen, wo ihm auch hilft, Sachen wie können auszufüllen. Oder mir hat es auch sehr geholfen. Und als ich das dann so gesehen habe, diesem Baummodell so, habe ich verstanden, aha, es geht eben, ich habe einen Schmerz und dann probiere ich das natürlich auszufüllen und mache ein Verhalten, das positiv mir eine gute Konsequenz gibt, aber langfristig eine negative. Und so komme ich wieder zu meinem Schmerz. Okay, das ist jetzt gerade so sehr tief, excuse. Genau, aber es geht dann eben im Buch. Also kann er sehr an sich arbeiten und halt dann auch in der Gruppenzeit, unsere Gruppenregeln, wir geben einander keine Ratschläge und jeder redet von sich selber, also in Ich-Botschaften, nicht man fühlt sich so, sondern ich fühle mich so. Und zum Beispiel auch noch, also die Schwiegenheitspflicht natürlich auch, dass man das nicht rausgeht, kann erzählen. Und wir lassen alles stehen und wir reden auch nicht über Glaubensüberzeugungen oder Theologie. Das darf jeder selber Gott wahrnehmen, wie er es versteht. Super. Genau, und das ermöglicht auch, sich frei dürfen zu äußern, wenn man weiss, ich bin angenommen, ich bekomme nicht. Es wird nicht kommentiert oder geurteilt über das, was ich denke oder erlebe oder mache, sondern erlebe wie einfach die Annahme. Also das, ihr haltet euch da wirklich professionelle Regeln. Und das Bild,
wo man ja viel in den Medien sieht, wo man im Kreis hockt und der Urs hockt ab oder der Tom und sagt, hallo, ich bin der Urs und ich habe ein Problem. Das passt eigentlich recht gut. Und dort sieht man auch immer, dass man eben nicht kommentiert und ihn auch nicht fertig macht, wenn die Person erzählt. Genau. Und jetzt, es sind auch meine Geschichten-Erzählrunden. Zum Beispiel kann man fragen, darf ich dir aus meinem Leben erzählen? Ich habe etwas Ähnliches erlebt und habe das und das gemacht. Und das sind nicht Ratschläge, sondern eben Geschichten-Erzählungen, wo man daraus lernen darf, aber nicht muss. So, man darf das nehmen oder man darf auch sagen, nein, ich möchte gar kein Feedback. Sehr gut. Ich habe noch ein zweites Beispiel. Eine junge Frau, die hat ein Problem mit Magersucht oder mit Essen, isst immer weniger, hat also Vorbilder, wird eigentlich so aussehen wie ihre Vorbilder. Merkt aber auch langsam, wird es gefährlich, schlecht für Gesundheit. Sie fühlt sich auch nicht wohl, ohne die grossen Gruppen, also sehr misstrauisch, ist immer auch einsamer. Sie hat lange müssen verstecken, die Sucht oder die Magersucht. Hat auch sehr Platz. Wie können Sie sich zurechtfinden bei euch in dieser Gruppe? Sie werden natürlich genauso willkommen. Und für Sie heisst es wie auch eben jeden Dienstag, 8 bis 9 Monate. Und auch Sie, bin ich überzeugt, können, wenn Sie das angeht, aber auch Hoffnung und Gelassenheit und Entfaltung erleben. Jetzt haben wir eine ganz grosse Breite. Also es kommen viele Themen jetzt bei diesem Beispiel. Also schleichende Depression, Identität, vielleicht sogar innere Verletzung. Wie spielen die anderen Sachen mit? Also, sie überlegt sich, sie hockt daheim, überlegt sich, soll ich zu einem Psychiater? Wie wäre es mit einer Seelsorgeberatung? Wie wäre es mit einem Sozo? Ein heiliges Gebet von 2 Stunden? Ich würde sagen, was ihr am meisten anspricht und entspricht. Und ich finde jetzt so Sozo und auch Seelsorge sehr ergänzend oder ein Psychiater sehr ergänzend zum Endlichleben. Ich habe das auch gemacht, ja, während meinem Endlichleben-Kurs. Gleichzeitig bin ich auch noch in die Seelsorge gegangen, weil es Themen gab, die sie raufkamen, die den Rahmen gesprengt haben, wenn ich das so am Abend angegangen wäre. Genau. Also, genau, Sozo kennen viele. Das ist eine Beratungsmethode von 90 Minuten bis 2 Stunden. Und das Sozo-Team von Vinnie Bern hat mir gesagt, es geht darum, um Vater-Gott-Beziehung. Und es ist wie eine Wurzelbehandlung. Das Bild hat mir nicht gefallen, weil das tut weh. Aber sie hat gesagt, ja, man muss an die Wurzel gehen von dem Problem, es bereuen, es vergeben, es loslassen und es versöhnen. Also das ist wirklich auf so Blockaden, Sachen, wo man sehr, sehr tief geht. Du hast mir am Anfang, als wir vorher noch zusammengeredet haben, hast du auch mir von einem persönlichen, traumatischen Erlebnis erzählt. Willst du etwas dazu sagen, wie du überhaupt in das Thema reingekommen, dass du Hilfe brauchst? Genau. Ich habe in meiner Kindheit sexuellen Missbrauch erlebt. Und durch die Jahre bin ich mega bitter geworden in meinem Herz. Und das Thema vergeben wollte ich gar nicht. Und habe es gar nicht gesehen. Und dann bin ich in den Endlich-Leben-Kurs gegangen und habe gemerkt, ich möchte vergeben. Und bin das Thema angegangen und habe mega Befreiung erlebt von meiner Bitterkeit. Und auch, dass Gott mein Herz berührt hat und ich bereit bin zum Vergeben. Und yes, jetzt bin ich frei und habe gemerkt, vergeben heisst nicht, ich setze jemand anderes frei, sondern ich bin frei von dieser Bitterkeit. Eben. Ich finde es mutig, erzählst du darüber. Ich finde es super.
Hast du andere Hilfe in Anspruch genommen? Ja, ich bin dann nebenbei auch noch in die Seelsorge gegangen und habe auch noch die Sozo gemacht. Genau. Das ist sehr gut. Also du hast die Hilfe in Anspruch genommen. Genau. Auf verschiedenen Ebenen. Die Seelsorge ist auch eine gute Methode. Wir gehen dort davon aus, dass die Seele ja verwundert ist, jetzt in deinem Beispiel auf jeden Fall. Also Vertrauensbruch, Vertrauensbruch zu Gott auch. Warum hast du mir leid gelassen in dem? Das ist ein Prozess, wo man mit einer Begleitung, mit einer Person, die man Vertrauen hat, erzählt. Ich habe gelesen, dass sie ja, sie sind ausgebildet, sie haben Machausbildungen. Und sie in ihrer Supervision, alle Seelsorgerinnen auch bei uns. Wir sagen dem, es ist ein professioneller Zweig, auch wenn das vielleicht nicht anerkannt ist von der Krankenkasse. Aber es ist eine bewährte Methode und ich finde es sehr spannend, hast du das auch in Anspruch genommen. Wie jetzt im Nachhinein, Was ist der Unterschied oder was hast du als Unterschied erlebt in der Seelsorge zum Sozo zum Beispiel? Also im Sozo habe ich es mega heilsam gefunden. Da haben wir gar nicht, also ist jetzt mein Empfinden. Ich sage nicht, es ist so, es war einfach mein Empfinden gewesen. Wir haben gar nicht mega gross, habe ich gar nicht so viel gross von mir erzählt oder von was es war, sondern mehr gehört, was möchte mir Gott sagen? Und wo, ja, genau. Irgendwie so, es war gar nicht so ein grosses Thema gewesen, was tut mir weh und wie, sondern mehr, was möchte mir Gott sagen? Genau. Das habe ich eher so erlebt. Und wie einfach auch mega seine Gegenwart gespürt. Und im endlichen Leben hat es mich halt sehr freigesetzt in dieser Gruppe, eben, dass ich darf erzählen und wie das sage. Und es ist nicht kommentiert worden. Es ist nicht schlimmer gemacht worden, als es ist, aber es ist auch nicht belächelt worden. Und es ist ernst genommen worden und die Frauen haben das wie mit mir ausgehalten. Was ja auch nicht immer einfach ist, genau. Wenn jemand so über Schmerz und so redet, ja, der macht es etwas mit der Gruppe. Und in der Seelsorge habe ich es mehr, also habe ich es empfunden, als würde mir jemand einen kleinen Richtungsweg zeigen, wo ich durchgehen könnte. Das ist gut. Du hast das sehr gut erklärt. Ich finde es sehr spannend, auch sehr schwierig. Das Aushalten, also dass man erzählt, nicht kommentiert. Mhm. Jeder hat im Moment, will unbedingt seine Meinung sagen und jede. Und man wartet darauf, zu sagen, ich habe so ein Telefon und meins ist so. Und das wird immer erzählt und da können zurückstehen. Du bist Moderatorin, wie hast du das gelernt? Einfach, also du hörst da krasse Geschichten in der Gruppe, jeden Dienstag am Abend. Wie machst du das, dass du kannst hören, so das aktive Hören? Also wir nehmen die Gruppenregeln sehr oft vorne. Mhm. Also am Infoabendkurs, am ersten Abend vom endlichen Lebenkurs. Und es ist dann nicht nur an mir in der Gruppe zu schauen, dass die eingehalten werden, sondern jeder hat wie die Aufgabe, dass wir alle die Regeln einhalten. Dass wir einander ermahnen, so, hey, jetzt geht nicht. Also eine sehr gute Begleitung. Genau. Und was auch noch wie ist im endlichen Leben, eben, auch wenn ich den Abend moderiere und auch im endlichen Leben Team bin, bin ich genau gleich dran im Buch, in meinem Leben, an Themen. Und es ist alles auf Augenhöhe. Es ist nicht von oben herab. Es ist nicht so, ich habe jetzt den Schlüssel und weiss alles und kann alles und zeige das ihnen, sondern wie ich bin mit ihnen genau gleich dran. Genau.
Wir hatten noch die Frage, aber eigentlich haben wir es schon ein bisschen beantwortet, die Frage von anderen Hilfsmitteln, Medikamenten, Psychopharmaka, Pharmaka. Geht ihr in das Thema rein? Geht ihr das unterstützen? Wie geht ihr mit anderen Hilfsmitteln um, die zum Teil nötig sind? Ja, da haben wir, das tun wir nicht schlecht reden oder finden wir schlecht. Wir tun es aber auch nicht gut reden und empfehlen. Wir haben dort einfach sehr, eigentlich nicht so eine Meinung. Wir sind sehr neutral dort, weil es darf jeder kommen und jeder muss das wie selber ja, wissen. Wir tun das auch nicht kontrollieren. Genau. Ob du jetzt das nimmst oder nicht, du bist willkommen. Es wird nicht gewertet. Super. Wie? Also wir glauben daran, dass Gott wirkt, dass Gott in Situationen verändert. Aber wie passiert das? Also jetzt haben wir von diesen verschiedenen Angeboten gehört. Man geht eigentlich überall geht man erzählen, gehen reden. Wie hast du, also wie hast du geschafft, überhaupt von so einer krassen Geschichte zur Vergebung zu kommen? Was sind da für Elemente? Was denkst du, was hat dir geholfen dabei? Also nicht von dem Programm her, aber was für Schritte sind da drinnen gsi bei dir? Also so beim endlichen Leben sind so die ersten drei Schritte, geht es um Kapitulation. Und ich merke für mich, das ist so wichtig, dass ich sehe, hey, ich brauche Hilfe und ich kann das alleine nicht. Und durch das also ist wie die Mitte offen für Gott zum Wirken. Und im Verlauf des endlichen Lebenprozess kommt dann auch so ein Teil, wo wir wie Gott einladen. Und ich glaube, dort kann schon mega viel passieren. Und es gibt dann auch noch so ein eine Inventur, die man macht. Und dort kann auch sehr viel raufkommen und wo mega heilig darf passieren. Oder kann passieren. Und dann ist es auch noch wie ich denke, das Wichtigste ist, die Mitte offen lassen für Gott. Und eben mit dieser Kapitulation, wo man sagt, ich kann nicht und ich möchte auch nicht mehr alleine fusten. Macht man wie Türen auf für ihn. Das ist gut. Die Inventur nehme ich Wunder. Also ich kenne es von den Geschäften. Man schaut, wie viel. Also sagt man, man schaut, wie viel Bitterkeit ist noch da. Oder nicht, wie macht man das? Nicht ganz. Nicht ganz. Es geht eben dort wieder um das Baummodell. Und man kann dann ein Baummodell ausfüllen von seiner Herkunftsfamilie und ein Baum von seiner jetzigen Familie. Oder von dem sozialen System. Genau. Und dort sieht man, wie sind meine Eltern aufgewachsen, was haben sie für Wert erlebt. Also, wie sind sie mit Schmerz umgegangen? Was war ihr Schmerz? Und ich glaube, es gibt auch ein mega Verständnis. Also, jetzt in meinem Fall hat es mir sehr Verständnis gegenüber meinen Eltern, dass ich auch verstanden habe, okay, sie haben so und so in meiner Erziehung reagiert, weil sie das auch so und so erlebt haben und so und so geprägt sie wurden. Also man schaut zurück, man schaut den prägenden Moment von Eltern, von Situationen. Insgesamt sagen wir aber schon, und das ist sehr spannend mit dir, also holt Hilfe. Nehmt Hilfe in Anspruch, fährt davon reden, davon erzählt. Hast du auch das Gefühl, dass sich die Leute zu spät melden? Oder, wer meldet sich eher? Eher Ältere, eher Jüngere? Also jetzt im männlichen Leben sind es mehr, mehr Ältere. Mhm. Weil halt 8 Monate jeden Dienstag Abend sehr verbindlich ist und das bei Jungen. Ja, das lockt nicht so. Genau. Schämt man sich? Oder was könnte der Grund sein, dass man die Hilfe nicht in Anspruch nimmt? Also, ich weiß es nicht genau. Ich denke, es ist wie.
Eben wie die Verpflichtung für etwas, so, ich möchte mich noch nicht verpflichten so lange für etwas. Und andererseits, es tut natürlich auch weh, eben, sich so mit sich selber und seinen Schmerzen auseinanderzusetzen, ob das abschreckt. Wir sind noch nicht zu deinem Beruf. Eine kurze Seitenbemerkung, du arbeitest in der Arztpraxis. Genau, im Lungenzentrum. Okay. Vielleicht ist dort die Verbindung ja auch ein bisschen so. Also ich höre von vielen Leuten, die denken, zuerst kann ich arbeiten, so ohne Hilfe. Also ich brauche jetzt, muss mich noch nicht zeigen, man hat irgendeinen verstauchten Fuß. Und man wartet, bis es so richtig angeschwollen ist, bis man endlich geht, das zu zeigen, auch bei Männern sehe ich das. Und dort ist doch, oh, habe ich auch schon gehört, warum seid ihr nicht früher gekommen? Ist das etwas, was wir auch hier sagen wollen? Kommen wir früher? Auch bei der Seele? Ich denke, das ist sicher auch ein guter Anhaltspunkt. Und gleich möchte ich auch gleich sagen, es ist wie nie zu spät. Gut. So. Es ist nie zu spät, noch zu tragen und dich um deine Seele zu sorgen. Und endlich zu leben. Genau. Beziehung zu Gott, das ist ein Thema, habe ich jetzt auch mehrmals gehört. Also das ist sicher ein ganz, ganz wichtiger Teil davon. Die arbeiten daran, eben mit dem Plenum von Sozo immer gehört, mit dem begleiteten Gebet. Sie sind drei Personen. Jemand ist dort, der still mitbetet. Jemand moderiert es. Bei der Seelsorge ist das Thema Beziehung zu Gott als Schöpfer, Gott als Kreator, Gott als Veränderer, Gott als all die verschiedenen Seiten von Gott. Ich finde es spannend. Du hast auch erzählt, es ist eine Ergänzung wirklich zu den Psychiatern, Psychologen, Spitälern, Psychiatrien. Hat der Platz für mehr Leute? Ja, yes. Und wir hoffen natürlich auch für mehr Leute. Und würden uns natürlich mega freuen, wenn ja, es dann auch wieder mehr ins Team würde kommen und wir auch Gruppen moderieren. Genau. Wir haben mega Feuer für das endliche Leben, Ja, genau. das ist super. Und ich denke, das Feuer und der Grund, dass wir auch hier zusammen hocken, ist, wir wollen wirklich, dass Leute, dass ihr, dass du Hilfe holst, wenn du Hilfe brauchst, dass du es in Anspruch nimmst, dass du frühzeitig gehst, dass du, auch wenn es spät ist, dass du noch gehst. Die Seele ist, kann verwundet sein. Wir erleben, vielleicht nicht alles so krass wie du, wir erleben Verletzung Ja. an ganz vielen Orten, als Mann, als Frau. In der Gesellschaft, im Alltag, beim Arbeiten, in der Familie. Zum Teil eben dort, was am persönlichsten ist. Danke, hast du Zeit genommen, bist du da, hast du uns erzählt, auch von Sehr gerne. deinem persönlichen Weg. Es berührt mich, eben von einem sehr schwierigen, schlechte Ereignis. Du hast von Vergebung erzählt. Finde ich jedes Mal krass, dass es überhaupt dazu kommen kann. Ich glaube, das ist das Element, das durch schwere Schaffen dran und natürlich Gottes Yes. Hilfe, Gottes Gnade, dass er uns auch zuerst Vergebung spricht, dass es überhaupt möglich ist. Und ja, mache dir Mut. Wenn es bei Judith möglich ist, nehmen wir das. Das ist auch bei dir möglich. Danke, bist du da gewesen. Danke schön.